Servus Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ganz spontaner Ausflug mal auf den Bogenparcours Henneburg. Ja, ich wollte eigentlich es organisieren, mit dem Onkel Ari mich hier zu treffen, um zu ballern. Aber der Schlawiner, der hat Angst vor mir, weil ich mit dem Reiterbogen heute da bin. Nee, war ein Witz. Der hat heute leider keine Zeit, so spontan. Ich war auch noch nie hier. Ich lasse mich mal überraschen. Zumindest ist hier auf jeden Fall Tohu Wabohu angesagt. Ihr hört es, die Vögel sind am Durchdrehen. Und ja, wir waren jetzt gerade an der Anmeldung und gehen mal ans erste Ziel. Heute ist auch echt viel los. Mal sehen, was läuft. Ich lasse mich überraschen und nehme euch wieder mit. So, wir sind jetzt am Ziel Nummer 1 hier am Henneburg-Parcours. Übrigens, allein schon der Anfang, um hierher zu kommen, ist richtig geil. Die Burgruine ist einfach nur der Hammer. Wer auf Burgruinen steht und so eine Sachen, muss auf jeden Fall mal echt hierher kommen. Also ich bin jetzt gerade mal 5 Minuten hier und ich finde es jetzt schon echt mega geil. Muss mich jetzt natürlich überraschen lassen, wie es jetzt weitergeht. Wie gesagt, hier jetzt ist Ziel Nummer 1 quasi hier. Die beiden Dachse. Und ja, da ballern wir jetzt nochmal drauf und dann geht es eigentlich weiter und zwar in diese Richtung für Ziel Nummer 2. So, mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Also auf jeden Fall, wie gesagt, ich werde auch wieder den Bogenparcours bei mir unten in der Videobeschreibung verlinken und noch die ganzen Infos, die da dazugehören, natürlich auch, gell? Und noch ein paar Fotos, weil später gehen wir noch die Ruine durch und fotografieren das für euch dann natürlich auch ab, damit ihr alles so gut wie möglich mitbekommt, ja? Also dann bis gleich. So, jetzt sind wir bei Ziel Nummer 2. Da seht ihr jetzt hier aufgestellt, sagen wir mal, Rehwild und ja, blauer Pflock. Mal sehen, wie es läuft. Aber generell seht ihr, das ist schon echt nicht schlecht aufgebaut. Ja, muss ich schon sagen. So, einen machen wir noch. Ja. So, ich habe jetzt unsere Spreißel aus dem Ziel Nummer 2 rausgezogen. Was ich auch jetzt schon sagen kann, obwohl, wie gesagt, das ist gerade mal das Ziel Nummer 2. Die Tierchen hier zumindest sind 1A Qualität. Ich switche mal kurz die Kamera um und zeigt es euch. Jetzt seht ihr hier den Rehbock und vom Zustand her absolut top. Der hat natürlich schon ein paar auf den Latz gekriegt, aber auch hier zum Beispiel die hockende Ricke auch absolut tipptopp. Sind echt gute qualitative 3D-Ziele, muss man echt so sagen. So, ich gehe jetzt weiter Spreißel holen, wie ihr hier seht, und dann geht's weiter. So, jetzt geht's ab zu Ziel Nummer 3. Und ja, es geht hier auch die ganze Zeit bergauf. Man braucht festes Schuhwerk. Und Ziel Nummer 3, Moment. Okay, Gamswild. Ich switch euch mal. Hier ist eins.
Und hier das zweite, da hat es wahrscheinlich noch mehr, aber ich sehe gerade, ich sehe sie gerade nicht. Ich zoome mal rein für euch. Also hier haben wir Ziel Nummer 3. Ich schätze mal, hier sind 30 Meter Entfernung. Ziel Nummer 3. Und ja, das Ziel probiere ich jetzt auch mal. Mal sehen, was läuft. Sehr schön. So, Freunde, das war jetzt gerade Ziel Nummer 5, und zwar die Wildschweinrotte. Obligatorisch, Wildschweine sind immer dabei. Geil aufgestellt, und wie gesagt, es geht sogar jetzt noch ein Stückchen steiler nach oben, was ja irgendwie auch nachvollziehbar ist. Wir sind ja hier schließlich auf der Henneburg, aber lustig ist es schon. Jo, mal sehen, ich hole mal die Spreißel raus. Und dann geht's weiter. So, Freunde, das war jetzt Ziel Nummer 6. Und jetzt zeige ich euch mal, Ziel Nummer 6 befindet sich quasi am Ausgang vom ersten Waldteil vom Henneburg-Parcours. Also ihr schießt von hier auf diesen Hirsch. Und dann geht's von hier weiter. Ihr seht auch hier die Markierung. Bis ganz da hinten, wo die Bisons stehen. Das heißt für mich, dass jetzt quasi die Feldziele losgehen. Aber das ist nur eine Vermutung von mir, weil ich war ja noch nie hier, gell? Aber ey, auch hier kann ich wieder sagen, wer mit dem Reiterbogen schießen kann und möchte, der kann auch hier, also bisher habe ich absolut null Probleme gehabt, hier irgendwas zu treffen mit dem Reiterbogen. Also, wer sich zutraut, der kann auch hier auf den Henneburg-Parcours kommen mit dem Reiterbogen. Man wird zwar manchmal schief angeguckt, nur weil man einen Reiterbogen hat. Verstehen tue ich das zwar absolut nicht, aber umso geiler ist es, wenn man damit besser trifft als die anderen. Das ist so dieses yeah, fucking awesome! Ja, okay, weiter geht's. So, wir sind jetzt am Ziel Nummer 7. Und es müsste rein theoretisch die Genitalien-Mikrowelle sein. Zumindest so interpretiere ich dieses Ziel, weil ich glaube, man muss hier hochklettern, um von dort oben quasi auf die Bisons zu schießen. Also ich switch mal um. Ihr könnt ja in die Kommentare eure Meinung reinschreiben, ob ich da richtig liege. Also ich werde da nachher hochgehen und von der Spitze aus runterschießen. Also hier. Weil hier ist ja auch ein gelbes Schild und da ist ja eine kleine Leiter. Und ich glaube, man müsste irgendwo von hier oben oder von diesen Armen aus stehend auf dieser Trasse auf diese Bisons hier schießen. Oder? Sonst würde doch das Ding nicht so absurd nah neben diesen Bisons stehen. Anders kann ich das nicht verstehen. Ich probiere es einfach mal, ja? Also, bis gleich. Hammer! Geil!
wieder getroffen. Sehr schön. Also Leute, scheut euch nicht, nehmt euren Reiterbogen und ballert alles weg, was ihr seht. Ja, und lasst euch nicht von irgendeinem Anti-Reiterbogen-Geschwätz niederbrettern. Das funktioniert alles nicht. Ihr müsst einfach nur schießen und üben. So, und ich versuche jetzt mal die Kamera umzuswitchen, oder? Das wäre ja, auch eine Methode zu filmen, oder? So rum. Ja, so, da seht ihr jetzt ganz da hinten das Bison. Damit ihr nicht denkt, ich würde flunkern, ich zoome mal vor euch ran. Da seht ihr meine Treffer, die beiden mit der Leuchtnocke und der hier ohne Leuchtnocke. Ja, sehr geil finde ich. Und ich habe das jetzt mal ausgemessen von da, wo ich jetzt stehe und euch so chaotisch und mich selbst so chaotisch gefilmt habe. Sind es circa 58 Meter gewesen. Also geht alles easy peasy. Hammer. Spontan den Vogel weggenietet. So Leute, wir sind jetzt wieder unterwegs zu den nächsten Zielen. Und wie ich ganz am Anfang gesagt habe, wer nicht nur auf geile Parcours steht, sondern wem Wälder generell gut gefallen, der muss auch unbedingt hierher kommen. Ey, schaut mal hinter mich, jetzt mal ohne Scheiß, schaut mal bitte hinter mich. Wie geil das hier heute ist. Es ist zwar echt scheiße kalt, aber das ist so mega, wie der Nebel hier durch diese ganzen Bäume durchzieht. Ihr könnt es wahrscheinlich gar nicht richtig erkennen auf der Kamera. Aber ihr müsst mir einfach vertrauen. Das sieht einfach mega aus. Ich switch euch mal jetzt mal um, damit ihr hier vorne drüber gucken könnt. Das sieht mega aus, glaubt mir. Hier, seht ihr, wie der Nebel sich jetzt hier hochdrückt? Und in diese Richtung kommen jetzt, da seht ihr es auch, kommen jetzt die nächsten Ziele. Das ist im Übrigen kein Ziel, das ist mein Frauchen, okay? Also, merken wir uns, auf dem Bogenparcours niemals auf Frauchen schießen. Das gibt richtig Ärger, Leute, ich sag's euch. So, das war hier Ziel Nummer 11. Und wie ich letztes Mal schon gesagt habe, der Bogen ist wichtig, aber der Pfeil trifft. So, und wenn man die richtigen Pfeile hat, macht es umso mehr Laune. Im Übrigen richtige Pfeile. Vielleicht hat einer von euch gesehen, ich habe hier einen Gastpfeil dabei. Den gebe ich nachher in der Fundgrube ab. Vielleicht freut sich ja der Besitzer, wenn er ihn wiederfindet. Jo, also dann zum nächsten Ziel und weiter Spaß haben. So, hier sind wir bei Ziel 12. Meiner Meinung nach auch ein anspruchsvolles Ziel, weil dahinter gibt es natürlich keinen Pfeilfang. Aber dafür eine kleine Anhöhe, die den Pfeil unter Umständen stoppt, den ich jetzt wahrscheinlich daneben semmel. Da sind zwei Truthähne und keine Ahnung, was das andere darstellen soll. Mal sehen. Drunter. Jetzt. So. Ja, jetzt darf Frauchen ballern. Mal sehen, was da rauskommt.
Aha, top. Heute gibt's Geflügel. So Leute, jetzt sind wir... Ich muss generell eins sagen. Der Parcours, ich habe ihn echt unterschätzt. Der ist riesig. Der ist echt riesig. Und da geht's enorm und geil in Schlängelwegen. Die ganze Zeit schön bergauf. Man merkt es gar nicht. Man ist aber irgendwann mal echt so, so dieses gemütliche oder dieses geile, oh, jetzt bin ich aber fertig, Gefühl. Richtig geil. Also da gibt es von mir schon volle Punktzahl für sowas, weil ich mag alle Parcours, die mich irgendwie fertig machen, in welcher Hinsicht auch immer. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, zumindest heute habe ich richtig Glück, weil das Wetter ist einfach phänomenal. Also wir werden gefühlt alle 10 Minuten von Nebelbänken umschlossen. Und die Nebelbänke wiederum, die verbeißen sich hier in diesem Nadelwaldstück. Weil dieser Bogenparcours, also so wie ich es jetzt beobachtet habe, der teilt sich auf mehrere unterschiedliche Waldarten auf. Ja, da, ganz da unten, wo wir angefangen haben, da war eher etwas lichter Mischwald. Dann kam ja die Feldzone, dann kam dichterer Mischwald und dann kam der Übergang hin zum Nadelwald. Jetzt drehe ich mich mal wieder in die Richtung. Jetzt seht ihr auch hier die ganzen Nadelbäume und so weiter und so fort. Und wenn ich mich jetzt noch weiter zurückdrehe, passt mal auf, in der Richtung, dann seht ihr mal, von wie weit da unten, ganz da unten, wir hochklettern und krabbeln und laufen mussten, um jetzt quasi an diese Wildschweinrotte zu kommen, die wir jetzt quasi als nächstes Ziel rannehmen. Und im Übrigen, man sieht hier auch sehr viel, man sieht hier, wenn man das Auge dafür hat, ja, natürlich die obligatorischen Schälschäden. Man sieht aber auch die ganzen Schalenabdrücke von dem ganzen Schalenwild hier. Und im Übrigen, ich habe eine Hasentoilette gefunden. Ich glaube es selber nicht, aber dort an dem Übergang, wo es vom Feld in Richtung Wald reingeht, habe ich tatsächlich eine Feldhasentoilette gefunden. Ein Feldhasenscheißhaus. Das werde ich am Ende vom Video als Foto reinladen. Und wer bis jetzt dabei war, Hashtag Hasenklo. Ja, dann weiß ich, bis wie weit ihr geschaut habt. Hashtag Hasenklo. So, und ich gehe jetzt weiter Spaß haben und nehme euch wieder mit. Schön. Ja, so Leute, schaut mal, hier sind wir jetzt am Ziel 16 und es ist das, was ich vorher gesagt habe, das ist hier echt schön aufgestellt alles. Passt mal auf, hier ist das, der Pflock. Jetzt kann man sich theoretisch hier gegen den Baum lehnen, okay, und dann, ich zoome mal für euch rein, könnt ihr auf diese beiden Muffelwild quasi schießen. Ja, das ist echt schön gemacht, wirklich. Es geht um diese Kleinigkeiten und um die Details, meiner Meinung nach. So, und ich gönne mir das jetzt. Haut rein! Hammer, Hammer! So Leute, jetzt sind wir endlich mal bis zum Ziel 27 durchgedrungen, was auch echt richtig, ja,
sagen wir mal so, goldig aufgestellt ist. Ja, ich zeige es euch mal. Ich switch euch auch jetzt gleich mal um. So, da seht ihr. Hier sitzt ein Hase. Hier ist ein Hase. Da ist einer. Und da ist das Füchschen. Also ich laufe mal zurück, damit ihr diese Aufstellung seht. Ich gehe auch mal runter. Jetzt sieht es erst recht geil aus, wenn man, sagen wir mal so, vom Boden aus filmt. Jetzt plötzlich ist diese Zielaufstellung lebendig geworden, ja. Ich finde, das ist so geil gemacht hier auf diesem Bogenparcours. Im Übrigen, ohne Scheiß, Leute, die ganzen Ziele sind hier so aufgebaut. Also nicht, dass ihr denkt, ich werde hier vom Henneborg-Parcours bezahlt oder gesponsert, nur um hier ein gutes Review zu machen. Was geil wäre, aber nee, werde ich nicht. Ich sag euch echt so, wie es ist. Also wer, sagen wir mal, so ein bisschen das Auge für Natur, Wald hat und auch ein Auge für dieses gewisse Etwas, was Verspieltes, der ist hier tipptopp am absolut richtigen Platz. Ja, ganz ehrlich, ich muss jetzt schon sagen, ich habe es ja in den anderen Miniclips vorher auch schon gesagt, aber ganz ehrlich, auch hier wirklich von 1 bis 5, wobei 5 absolut tipptopp ist und 1 echt beschissen, richtiger Durchfall, bekommt hier der Parcours von mir eine volle 5. Ich würde sogar schon beinahe sagen, eine 5 mit Sternchen, weil bisher bin ich auf noch keinem geileren Parcours gewesen, ganz ehrlich. So, ich gehe jetzt noch ein paar weitere Spreißel suchen und dann mal sehen, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall, bis gleich. So Leute, also wir sind durch mit dem Henneburg-Bogen-Parcours. Wie ich vorher schon in den ein oder anderen kleinen Clips gesagt habe, mir persönlich gefällt der Parcours hier echt extrem gut und ich habe ja jetzt schon echt einige Parcours besucht und durchgeschossen und whatever, aber der hier ist einfach der Hammer. Ich drehe mich jetzt mal ein bisschen, damit ihr auch dieses alte Gemäuer seht. Einfach geil, muss ich dazu sagen. Wir schauen jetzt mal, ob wir da hochkommen. Dann kann ich vielleicht euch noch das ein oder andere Foto oder Videoclipchen noch zum Innenraum von dieser Burgruine machen, weil die sieht sowas von geil aus. Es ist einfach nur geil, ja. Aber nicht nur der Bogenparcours ist geil, nicht nur die Ruinen sind geil, sondern jetzt passt mal auf, ich drehe mich mal in die Richtung. Mal sehen, ob euch was auffällt. Checkt das mal ab, was für eine Aussicht, Leute, ehrlich. Einfach der Hammer. Wie ewig weit das geht. Und das bei diesem geilen Wetter heute. Die Sonne spielt mit. Die Temperaturen machen mit, heute Morgen die Nebelschwaden, megamäßig. Man konzentriert quasi auf den Parcours und man wird direkt vom Nebel umhüllt und man weiß zum Teil gar nicht, wo man lang muss. Ja, das ist einfach nur geil, ja, einfach nur geil. Wie gesagt, wir schauen mal, ob wir reinkommen in die Burgruine. Wenn nicht, dann soll dem heute halt eben nicht so sein. Aber ich denke, allein schon das Gemäuer, das ich euch hier zeigen kann. Allein schon das Gemäuer, das ich euch hier zeigen kann, macht schon einiges her. Also ihr könnt mir, also ohne Scheiß, ihr könnt mir vertrauen. Es lohnt sich. Fahrt hier hin. Wenn ihr Bogensport begeistert seid, wenn ihr auf Burgruinen steht, wenn ihr auf Seen und Flüsse steht, wenn ihr auf Wälder steht, ihr müsst hierher kommen. Deswegen mein Fazit, 5 von 5 Sternen für den Bogenparcours an der Henneburg. Fahrt hin, habt Spaß und trainiert Bogenschießen. Haut rein, ciao!